Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man sich die Konvergenz oder die Divergenz von Reihen bildlich vorstellen kann. Ich habe dazu mal was vorbereitet. Das ist die Formel, die ich vorbereitet habe. Es geht um die Formel n minus 1 durch n und das Ganze in der Summe von 1 bis unendlich. Das ist wahrscheinlich eine relativ bekannte Formel und wird auch mit mehreren Schulbüchern kommen. So, wie stelle ich mir das vor? Ich finde es am einfachsten für sowas. Also meistens geht es ja darum, dass man nur Konvergenz oder Divergenz bestimmt. Und für sowas finde ich es relativ einfach, sich die ersten paar Glieder einfach mal aufzuschreiben. Und das machen wir einfach mal. Wir haben hier jetzt n gleich 1, das heißt 1 minus 1 durch 1. Schreiben wir mal hin. Okay, und wenn wir das ausrechnen, 1 minus 1 ist 0, also ergibt das gleich 0. Okay, machen wir einfach mal das nächste. 2 minus 1 durch 2. So, und was gibt das? Das ist 2 minus 1 ist 1, also ist das 1/2. Okay, machen wir einfach auch nochmal das nächste. Das ist dann 3 minus 1 durch 3. Und wenn wir das ausrechnen, dann kommt da 2 Drittel raus. So, ich würde jetzt mal sagen, ich schreibe den vorderen Teil gar nicht mehr hin, sondern wir wissen, okay, das nächste ist dann 3 Viertel. Okay, und so geht die Reihe weiter. Gut, und wie, jetzt kommt diese Sache mit der Vorstellung. Ich wechsle mal die Farbe dafür. Also wir fangen an mit 0. Und das war irgendwie kein guter Kreis. Ich wollte eigentlich einen größeren haben. Ich stelle mir das vor wie in der Schule damals, erste Klasse, zweite Klasse oder sowas. Sagen wir, es ist eine Pizza und die ist nicht nur geteilt. Wir haben 0, also haben wir gar nichts. Okay, dann haben wir hier 1/2. So, ich mal das mal schön aus. So, hier haben wir 2/3. Und hier haben wir 3/4. So, und das wird jetzt alles addiert. Das heißt, da steht ein Plus, da steht ein Plus, da steht ein Plus. Und wenn wir uns das jetzt angucken, wenn wir jetzt so in Gedanken die Reihe weiter fortführen, dann werden wir feststellen, hier steht ja immer eine Zahl niedriger als hier. Das heißt, wir werden niemals die 1 erreichen. Das heißt, pro Element, was wir hier drin haben, werden wir ein bisschen knapp unter 1 sein. Das heißt, hier haben wir diesen Teil, hier haben wir diesen Teil, hier haben wir schon diesen Teil. Also der Teil wird relativ schnell, relativ groß. Und mit fast jedem Schritt kommen wir 1 weiter. Das heißt hier, na gut, nicht ganz. Wir runden mal auf plus 1 und von hier auch ungefähr plus 1, wenn man sich das so anguckt. Und dann stellen wir fest, wenn wir diese Schritte unendlich mal durchführen, dann ist das auch unendlich. Das heißt, diese Reihe geht gegen unendlich. Und das erklärt auch, wieso, es heißt in den Schulbüchern immer, dass die Nullfolgen konvergieren. Und das erklärt das auch, weil hier wird immer mehr auf das, also vom vorigen ausgehend, wird immer mehr noch dazu gerechnet. Und das wird alles addiert. Also, was ich meine ist, hier ist 1/2 und hier sind 2/3 sind ja schon mehr als 1/2 und 3/4 sind auch schon mehr. Das heißt, es wird mit jedem Schritt wird es immer mehr. Also muss es gegen unendlich gehen. Und wenn es aber eine Nullfolge wäre, das heißt, wenn es hier 1/2 wäre und hier 1/4 und dann 1/8 und immer weniger, dann wird es ja mit jedem Schritt, den ich mache, die Addition bringt ja ein immer kleineres Ergebnis. Und deswegen gibt es diese Regel mit der Nullfolge. Und ich würde diese Gleichung gerne nochmal erweitern um ein kleines Stück. Und zwar, wenn hier jetzt zum Beispiel noch minus 1 hoch n stehen würde. Kann man das sehen? Minus 1 hoch n. Also minus 1 beides. Oh, können wir das einklammern? Ja, sehr gut. Okay, ihr wisst, was ich meine. Minus 1 hoch n mal 1 minus blablabla. So, das heißt, wir rechnen das auch mal durch. Ich nehme mal wieder eine andere Farbe. Wieder ein sonniges Grün. Minus 1 hoch 1 ist minus 1. Minus 1 hoch 2 ist. Oh, jetzt wollte ich hier ein Minus malen. Geht ja gar nicht. 1 minus 1. 1. Nehmen wir jetzt hier einen Malpunkt, auch wenn der Malpunkt ein bisschen wie ein Minus oder wie ein Strich nach oben aussieht. So. Okay, was gucken wir uns hier an? Wir haben jetzt, also wieder dieselbe Sache mit der Vorstellung. Wir haben jetzt 0. Minus oder Plus ist ja voll egal. So, und da rechnen wir jetzt 1/2 drauf. Das heißt, das ist der Wert, den wir haben. Von diesem 1/2 ziehen wir jetzt 2/3 ab. 2/3 ist aber mehr als 1/2, wenn wir hier immer so diese 1/2 Linie ziehen. Das heißt, dieser Teil ist der, der übrig bleibt. In unserem Minusbereich. Wir haben ja, wenn wir, sag ich mal, hier so ein Koordinatensystem hin, wenn hier die 1 ist, dann könnten wir jetzt sagen, wir sind beim ersten Element. Also bei der 1 sind wir auf 0 und dann bei der 2 kommen wir auf 1/2. Ich mache mal hier so eine gepunktete Linie. So. Von diesem 1/2 ziehen wir jetzt 2/3 ab. Und das heißt, für uns bleibt dieser Teil hier unten. Aber bleiben heißt natürlich jetzt nicht im Plus, sondern im Minus. Oh, das war nichts, das war ein bisschen zu viel. Ich würde mal sagen, so. Und auf diesen Teil, der jetzt übrig bleibt, rechnen wir jetzt diesen Teil drauf.
Das heißt, wir rechnen hier fast wieder 1 dazu. Das heißt, wir können hier extrem nach oben gehen. So, fast zu 1. Aber das stimmt ja gar nicht, weil wir waren ja ein bisschen weiter unten. Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen weiter runter. Das heißt, ungefähr so. Und wenn wir diese Linie jetzt fortführen, dann stellen wir fest, dass sie immer weiter ausschlägt. So. Weil wir ja immer, wenn wir jetzt zu diesem hier das dazu rechnen, dann würden wir, das ist ja der momentane Minusbereich, das heißt, das wird dann abzüglich sein. Das heißt, das fällt alles weg. Das ist blöd, ich es ausmale. Dann wechsle ich nochmal die Farbe. Das heißt, der nächste Teil, der in unserem Plusbereich ist, ist ja dieser hier. Und dann ziehen wir aber wieder davon noch mehr ab. Und dann rechnen wir davon wieder noch mehr drauf. Und dadurch, dass auch wieder hier, dadurch, dass das hier immer mehr wird, wird das hier immer weiter auspendeln. Natürlich wird das sehr nah an der X-Achse sein, aber es wird trotzdem immer weiter auspendeln. Das heißt, auch diese Folge ist dann nicht mehr konvergent.